Ja, Gottes Okay, Segen. Sehr gerne. macht's Wie gut, eben den Gottes der Segen. Möge anderen. der Herr euch Ja. segnen und behüten. Amen. Ja, Amen. Danke. Ja, Amen. die hat ja hier den Teufel um den Hals und der Teufel trägt ja auch noch das umgedrehte Kreuz. Boah, das habe ich jetzt nicht gemerkt, Ja, und ehrlich. die sieht da unter dem Kopf von dem Satan, der hängt, der hat ja so einen Anhänger und das ist ein umgedrehtes Kreuz. Wahnsinn. Ja, und die Rothschilds sind Wahnsinn. eben auch in den Rotwein, ist eine Rotweindynastie, die auch eben deswegen, allein wegen dem Blut des Herrn, mit dem Wein und so weiter, da drin verwickelt sind, ja. Also die haben eine Obsession Eben, ne? Das ist halt mit dem deren Herrn. Machtgeber. Das ist Ja, halt deren genau. Machtgeber. Ja. Die haben die Macht über diese Erde, ne? Und sprich zu, jetzt zum Thema Gemeinde. Wie kann ich eine passende Gemeinde für mich finden? Weil ich habe zum Es Beispiel gibt keine Gemeinde, meiner Meinung nach. Ein Wiedergeborener Ehrlich? muss, ja, meiner Meinung nach, ja, also das Wort Gottes, der Herr Jesus, sagte selber in Offenbarung Kapitel 3, Abvers 16, nämlich, dass die Endzeit-Christenheit die lauwarme Christenheit sein wird. Und deswegen spuckt der Herr Jesus Christus diese lauwarme Gemeinde aus. Du meinst also damit, es ist extrem, extrem schwer, eine Gemeinde zu finden. Meiner Meinung nach ist es noch schlimmer. Nicht nur extrem schwer, es gibt keine. Entweder sind die lauwarm und sind in der richtigen Lehre, aber trotzdem nicht durchgedrungen, habe ich auch schon erlebt. Oder die sind zwar brennen irgendwie, aber nicht in der richtigen Lehre sind und das Brennen ist einfach nur nicht nüchtern aus dem Heiligen Geist, sondern es ist wie Hillsong zum Beispiel, einfach so emotional, schwärmerisch. So eine Art Herzempfänger auf Emotionen. Ja, genau. Dieses schwärmerische Emotionen und nicht nüchtern, geistig nüchtern. Ja. Bruder Also wenn du mich Danny. fragst, ich empfehle dir gar keine Gemeinde. Bruder Danny, Da musst was? du alleine bleiben. Wer war das denn gerade für ein Schauspiel, den du gerade gezeigt hast? Das hier mit der Uhr. Der kam mir irgendwie bekannt vor. Das ist der Fußballer. Ach so. Ne? Und dann sieht man eben auch, dass der Apostel Johannes in der Offenbarung alleine ist, verbannt auf der griechischen Insel Patmos. Das zeigt auch eben, dass symbolisch für uns Christen in der Endzeit die wahrhaftig Wiedergeborenen, die eben auch alleine sind, nicht mehr in der Gemeinde sind. Der Apostel Johannes wurde ja auch zum Beispiel ausgeschlossen von der Gemeinde. Da sieht man eben, es Krass. ist auch wiederum ein Bild darauf, dass eben Apostel Johannes ein Bild auf die Braut Christi ist in der absoluten Endzeit und dann kommt auch die Entrückung in Kapitel 4. Also in Boah, das Kapitel ist aber so 3 Offenbarung, traurig. ja, in Kapitel 3 Offenbarung sagt der Herr Jesus sein nüchtern, also sein vernichtenden Urteil über die lauwarme Endzeitchristen und spuckt sie aus. Und direkt im nächsten Kapitel, ein Vers weiter, kommt die Entrückung von Johannes. Das heißt also, die einsamen, wiedergeborenen Christen, die nicht mehr in die Gemeinden gehen, weil die Gemeinden lauwarm sind, die werden dann entrückt. Und die Gemeinden werden alle verloren gehen. Ja, jetzt eben mit der Panda-Maske, ne? Das ist auch wirklich okkulte, das ist wirklich ein sehr okkultes Symbol, ne? Ich habe mich da auch eingelesen mit der Panda-Maske und unfassbar. Und das macht doch einem so wütend, dass diese Menschen, diese Personen einfach so frei laufen können. Das macht doch irgendwie, auch irgendwie einem wütend, obwohl die so viel Dreck am Stecken haben. Ja, Ja. aber es liegt ja, dass sie es machen können, ne? Weil die Masse da draußen liegt, das interessiert die Masse gar nicht. Blind, Guck mal, spirituell blind. weißt du, wie viele Christen hier auf TikTok sich über mich und Resa lustig machen? Die machen so ein Auge, Blut, trinken Haare. Wen interessiert das denn schon? Wen ist das egal? Ja, ich Solange es nenne nicht die. mit ihren Kindern gemacht wird, solange es nicht ihre Kinder sind, verstehst du? Solange Na? es mein Kind ist, alles gut. Zum Beispiel, Resa, du weißt doch, der Evangelist, ne? Ja, das ist ein komplett, der ist ja Warte komplett drauf, warte daneben. drauf. So dumm ist der Typ auch nicht. Weil der weiß ganz genau, was da passiert ist mit Balenciaga-Skandalen, Walt Disney und so. Der hat ein Problem damit, weil das das Weltbild angreift. Ja, Weil er, natürlich. weil, ja, das ist er ein Problem damit. 100 Pro. Und jetzt habe ich noch eine weitere Frage. Ich habe mich da mal eingelesen, auf BitChute. Kennt ihr die Plattform BitChute? Ja. Also das ist irgendwie YouTube, da kann man halt
alles hochladen, was das Herz begehrt. Ja. Aber ich habe das jetzt nicht hundertprozentig verstehen können. Was ist halt der Verhältnis, oder ich stelle mal die Frage so, was hat es mit den Zionisten und Juden an sich? Und den Zionisten ist falschen einfach nur Juden? eine Bewegung von Theodor Herzl. Eben die Bewegung, dass man für die Juden eine Stätte bereitet im Nahen Osten, also wiederum in Israel, dass man Israel wieder aufnimmt und dass die Juden in ihr Heimatland zurückkehren. Aber diese Bewegung ist ja auch wieder satanisch, weil sie nicht von Gott kommt. Du siehst ja, dass heute Israel absolut gottlos ist. Die meisten Israeliten sind ja in Party, genauso wie in Europa. Party, Alkohol, Drogen sind gottlose. Und der Rest ist in auch irgendwelche pharisäerartige ja, Fundamentalisten, die sich da abgeschottet haben, aber die sind auch Antichristen, die spucken auch auf den Herrn. Und also Israel ist ein richtiges antichristlicher Staat im Moment. Da gibt es Was? Gay-Paraden genauso wie hier. Und du siehst ja auch, Das dass hätte die ich ehrlich nicht Rothschilds eben, gedacht. ja, Rothschilds haben ja zu Israel aufgerufen. Also die haben ja dafür gesorgt, dass Israel aufgebaut wurde. Wahnsinn, das hätte Balfour ich wirklich ehrlich Declaration. gedacht. Ja, genau. Und aber dieser Staat wird vergehen, der wird untergehen, wenn der Angriff des Königs des Nordens, also die Muslime, aus Daniel 11 hervorgehen wird demnächst, dass die Muslime Israel angreifen werden und überrennen werden. Und dann kommt der Herr Jesus ja zurück mit uns allen aus dem Himmel, um dann Israel zu retten. Und der Staat, was von Gott selbst erbaut wird in Israel, das Ja. ist dann das wahre Israel. Der jetzige Israel, das wird das Reich des Antichristen werden. Da siehst du auch Krass. eben dieses Six-Pointed Star. Das mit das wichtigste Ja, okkult-satanische stimmt, Symbol stimmt. ist ja, ne, das Symbol des Antichristen, das ist ja auf der Flagge von Israel. Ja, da hatte ich noch eine Frage dazu. Also, was hat es mit diesem Hexagramm an sich? Ist das jetzt wirklich der Stern Davids? Beziehungsweise, was ist der Stern Nein, Davids und nein, nein, was hat nein, es nein, jetzt damit auf sich zu nein. Nein, tun? dieser Hexagramm ist eines der ältesten okkult-hexerischen Symbole. Deswegen heißt es ja auch Hexagramm. Da kommt ja das Wort Hexe oder Hexerei her. Von Hexagramm. Das ist Six-Pointed Star. Also, es Und hat. Gott Ja? hat zwar die Juden in dieses Land gebracht, aber nicht in den Staat Israel, sondern in dieses Gebiet. Er hat sie zurückgeholt in dieses Gebiet Israel. Aber nicht in den Staat Israel, wo die jetzt sind. Der Staat Israel, der ist absolut gottlos. Ja. Genau, weil da wusste ich jetzt auch nicht richtig, was richtig und was falsch ist, also was mit diesem Hexagramm auf sich hat. Ob das jetzt wirklich tatsächlich ein Symbol ist, Ja. ne, was keinen Oder? satanischen Bezug hat. Ja, bitte. Ja. Es Ich ist ein wollte einfach was satanisches auf mein Symbol. Handy zeigen. Ja. Und Satanisten opfern ja auch Kinder in diesem Symbol. Nicht nur Pentagramm, sondern auch Hexagramm. Oder Lisa, guck mal bitte ganz kurz, ich will dir was Ja. zeigen, ja? Guck mal, Ja. das ist mir oft aufgefallen. Guck mal, der Boden hier, du weißt ja, das ist ja der Schachbrettboden, ne? So, pass auf, und hier benutzen die Freimaurer benutzen das ja, ne? Ja. So, und dann ist mir aufgefallen hier, dass die ganz, ganz, ganz Großkirchen zum Beispiel, ich zeig dir das einmal. Ich habe das zum Glück fotografiert, weil dann können das auch die Außenstehenden sehen. Guck dir das mal an, dass sie gerne so diesen Schachbrettboden benutzen. Ja, genau, das ist die katholische Kirche, ne? Ist Ja, einfach aber auch die nichts anderes. evangelische benutzt den Reza. Aber auch die evangelische Kirche. Ja, die Großkirchen sind verloren. Die sind unter dem Einfluss, in dem Machtbereich des Satans. Ja. Ja. In den Bann zugezogen. Ja. Aber du siehst ja auch zum Beispiel hier, Bruder Reza, hier habe ich das zum Beispiel fotografiert, auch in der Großkirche. Hier der gleiche Boden, hier auch wieder der Freimaurer Schachbrettboden. Und auch wieder hier. Ja, hier wieder auch, ne? Aber dass die das nicht raffen. Hier. Ja, genau. Ja, ne, damit bekennt die sich, wem die halt wirklich folgen, ne? Das Also ist die ja nicht sind nur der ja. Schachbrettboden, sondern eben Die das Auge im Dreieck. Das also in der Auge im Dreieck ist ja auch in den katholischen Kirchen drin. Also der Satan hat hier sozusagen seine Herrschaftssymbol darüber gebracht und zeigt damit, wem eben diese Kirchen gehören. Ja, eben, ne? Ja. Das ist
Das ist auch in gewisser Art und Weise ein Sport, weil man zeigt den Menschen, schaut mal, wir zeigen fast offenkundig, an wen wir glauben, aber ihr seid trotzdem so blind und so dumm, dass ihr das einfach nicht seht. Ja, oder sehen wollen, ne? Die Leute wollen es nicht, weil die eben stolz sind auf ihre Tradition, ne? Ja, oder eben auch zu festgefahren sind und es einfach zu komfortabel ist einfach. Ja. Das ist wie ein Film, wie ein Film Matrix, The Rabbit Hole. Das geht wirklich sehr, 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 sehr tief. Hast du die Matrix-Entschlüsselung von mir gesehen? Ja, war aber vor langer Zeit, müsste ich mir Okay. mal wieder anschauen. Aber ich kann mich an der einen oder anderen Stelle noch erinnern, zum Beispiel das mit dem Wasserbad. Ne? Das ist ja offensichtlich, was das halt reflektieren soll. Ne? Ja, genau. Ja. Wenn er wiedergeboren wird und vom Heiligen Geist übernommen wird, stirbt und steht wieder auf von den Toten und sieht dann die Wahrheit über diese Welt. Ne? Ja. Bruder Reza, wann machst du, also wann erstellst du wieder solche Vorträge oder ist das nicht mehr dein Warte ganz Plan? kurz, Bruder Amir ist auch hier drin. Bruder Amir, wenn du willst, komm hoch und sende eine Anfrage. Amirul Mu'minin. Gott segne euch. Hallo. Der Gottes Segen. Internetfetzer. Gott segne, Gott segne. Hallo, kann man hier auch Fragen stellen oder redet ihr gerade nur über ein bestimmtes Thema? Du kannst Fragen stellen. Ich hätte eine Frage an dich, Reza, und zwar hätte ich dir gerne eine Meinung, wie du Ja. dazu stehst, was diese ganzen Evangelisten hier auf TikTok machen, wie die das Ja. Evangelium verkünden, ob du das aus rein christlicher Sicht okay findest oder ob du vielleicht sagst, dass das vielleicht ein bisschen zielverfehlend ist. Nein, der Apostel Paulus sagt ja, egal wie jemand das Evangelium verkündet, er freut sich. Nur das Problem ist ja, der Mensch kann zwar durch auch falsche 50er-Evangelisten zum Glauben kommen, aber derjenige muss sich dann absondern von den falschen 50ern. Und das ist eben das Schwierige. Das wird aber Gott machen. Wenn der wahrhaftig wiedergeboren ist, dann wird der Herr Jesus ihn da rausführen und zu der richtigen Brüderschaft bringen. Aber Okay, weil es generell geht darf ja ja eigentlich darum, jeder dass machen, was er man, will. Jeder darf ja. das Genau, das Evangelium finde ich auch, weil, verkünden. ja. Ja. Bruder Denny, ich hatte Dass jetzt man eine das Evangelium verkünden soll, auch laut Korinther 14, was ja auch sehr oft zitiert wird, aber dass man soll ja das Evangelium verkünden und nicht anderen sozusagen die Religion schwerer machen. Oder, weißt du, wie ich das meine? Und das sehe ich halt sehr oft auf TikTok, dass halt viele Leute versuchen, andere Religionen niederzumachen und dadurch sozusagen versuchen, an das Ziel zu kommen. Und das finde ich halt aus rein Christ. Gut, wir haben ja beides, ne? Wir sollen natürlich das Evangelium verkünden, aber andererseits sollen wir auch gegen die bösen Mächte in den himmlischen Örtern kämpfen und geistige Schlachten gewinnen, auch für uns. Auch zum Beispiel heißt es ja auch im Wort, wir sollen den Leuten den Mund stopfen, die eben Irrlehren sozusagen hinbringen in die Christenheit. Also es ist Kampf auf allen Ebenen. Das Evangelium verkünden, geistige Schlachten schlagen und auch gewinnen, ne, damit der Zuschauer, der diese Sachen beobachtet, eben auch erleuchtet wird dadurch. Also auf allen Ebenen sind wir berufen zu arbeiten und Krieg zu führen, aber in der Liebe und in absolutem Frieden, friedlich. Denn wir Ja, kämpfen ja genau, nicht das gegen ist die Fleisch und Sache. Blut, Genau. sondern wir führen einen Wie ist geistigen denn Kampf gegen deine Meinung die. dazu? Weil Amen. es ist ja eigentlich, kann ja nur Gott selber also das Herz hinwenden. Ist es überhaupt möglich, dass zum Beispiel ein Mensch durch seine Aufklärungsarbeit, die er zum Beispiel im Internet macht, weil man sagt ja sozusagen eigentlich, dass nur Gott selber das Herz hinwenden kann zu einem. Also ist das denn überhaupt so sinnvoll, sozusagen darauf so beharrlich rumzuharren? Verstehst du, Ja, was ich meine? ein Beispiel. Der Amir macht das solche Islamaufklärung. Ja, Genau, der darauf zeigt wollte ich den hinaus. der Amir zeigt den Muslimen eben, was ihre Religion ausmacht, was da drin ist. Und viele sehen das, treten aus dem Islam und kommen zum Herrn. Ja. Genau,
Ja, auf jeden Fall. Ich habe da nur ein bisschen eine andere Meinung zu. Also ich finde schon, dass man versuchen sollte, mehr durch das Verkünden der Botschaft als durch, weil viele, muss ehrlich sein, viele sind da ja sehr hasserfüllt auch und sind da sehr beleidigend. Und ich finde, das ist auch ein bisschen so der falsche Weg. Also wir sollten mehr das Wort verkünden, anstatt das Wort von anderen niederzumachen und dadurch irgendwie versuchen, an unser Ziel zu kommen. Verstehst Sowohl du? als auch, Aber nicht das das ist nur eine meine lassen Meinung. und das andere, also das eine machen und nicht das andere unterlassen. Das eine schließt das andere nicht aus. Genau. Weil bei deinem Bruder sehe ich zum Beispiel, der verkündet halt, er verkündet auch, aber er verkündet halt sehr wenig, eben, wenn man das jetzt aufwiegen lässt. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, wenn vielleicht er ein bisschen mehr verkünden würde, anstatt immer nur auf diesem einen Thema. Aber gut, er kommt ja auch aus diesem Background. Aber naja, Ja, ist ja aber darf seine ich einfach Sache, ne? kurz sagen? Ja. Guck mal, jeder hat so sein Fachgebiet und jeder klärt da auf, wo er gut aufklären kann. Und es gibt zigtausend Bibellehrer, es gibt zigtausend Evangelisten und das ist dann halt sein Spezialgebiet. Und er sagt ja auch, komm zu dem Herrn Jesus Christus. Das ist dann halt dein Gebiet und du sagst ja, ich habe ja gehört, dass du sagst, ja, mit dieser Religion niedermachen. Es geht hier nicht um Niedermachen, es geht hier darum, aufzudecken, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Wer ist dieser religiöse Geist? Wir machen die ja nicht fertig und beleidigen die, wir decken auf. Wir sind zwar hart und wir decken auf, weil uns was an diese Seelen hängt. Wir wollen, dass diese Menschen gerettet werden, dass diese Menschen nicht verloren gehen. Und dann wird man mal lauter, vielleicht wird man mal fleischlich, was nicht gut ist, was nicht geistlich ist. Aber trotzdem müssen wir dagegen angehen und diesen religiösen Geist aufdecken. Ja, also sowohl Amen. als auch. Das eine nicht unterlassen, aber das andere Genau. auch machen. Ja, Dann nicht hätte auf eine ich. Seite nur hinken, ne? Ja, Leute, ja, hast du da noch eine Frage? Weil dann wollte noch jemand anders hoch. Nö, nö, alles gut, alles gut. Ich wollte nur fragen. Danke, dass du Also, hier warst. gucken, wie er dazu steht. Ja, Gottes Segen. Kein Problem. Gottes Schönen Segen. Tag Gottes noch, ne? Segen. Und jetzt bezüglich das, ne? Also wenn. Ich habe das selbst gemerkt, ne, wenn man das Evangelium verbreitet, einer anderen Person das erzählt, ne, vielleicht ist die auch Moslem, Katholik etc. Ne? Ich hätte eine Frage dazu. Es gibt ja manche Menschen, die sind halt, sagen wir mal, sturköpfig oder haben jetzt nicht den offenen Verstand. Ne? Wann wäre halt der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt immer weiter predige oder vielleicht auch das Wort Gottes halt näher bringen möchte, das würde nichts bringen. So, weil diese Person ist wirklich da so festgefahren. Ab welchem Zeitpunkt wäre das oder woran könnte man das merken? Weil natürlich, die Zeit könnte man zum Beispiel benutzen, um auch andere Menschen zu dem Herrn zu bekehren, ne? Ja, da gibt es keine so eine Art Generaltipp, was man geben. Nein, du machst einfach das, wenn der Heilige Geist dich dazu drängt. Und wenn derjenige sich beschwert, weil er das nicht mehr hören will und kann, ne, dann sagt er dir das, ne, und dann musst du es auch respektieren, ne, seine Grenzen. Okay, gut, dann weiß ich Aber solange Bescheid. er noch damit gut läuft, kannst du immer dabei bleiben, ne? Wie. Jetzt eine Frage zu dem Heiligen Geist. Wie kann man, beziehungsweise ich stelle mal die Frage ja das. Wie kann man sich selber darauf trainieren und fokussieren, dass man mehr auf Gott hört, beziehungsweise auch mehr vom Heiligen Geist geleitet wird? Auch bei zum Beispiel, wenn ich etwas tue oder denke. Wie kann ich Ja gut, mich wir mehr haben vom ja den Heiligen Heiligen Geist? Geist, der ist ja in uns und wir sind ja damit versiegelt. Natürlich aber kann man den Heiligen Geist betrüben. Epheser 4, Vers 30 sagt das Wort Gottes ja, dass wir den Heiligen Geist in uns betrüben können. Das heißt, also wir können so fleischlich leben, dass der Heilige Geist sich so weit zurückzieht, dass wir halt fast nur fleischlich wandeln. Aber da kommt halt Züchtigung vom Herrn, sodass du wieder auf den Weg gelangst und der Heilige Geist wird wieder in dir zunehmen. In welcher Art Züchtigung? Also kannst genau bitte darauf Ja, durch eingehen. schmerzliche Strafen im Leben. Okay, sei es denn beispielsweise, man verletzt sich selbst oder man streitet sich mit jemandem oder. Also es geschehen dir schlimme Dinge dann im Leben. Und dann weißt du, ich muss mich langsam benehmen. Ich muss wieder zurückkehren. Ich darf nicht fleischlich sein. Ne? Und dann tust du wieder Buße, Reue und kommst wieder in die Beziehung zum Herrn Jesus Christus.
Und der Heilige Geist wird wieder zunehmen. Man kann nur eigentlich den Heiligen Geist betrüben, indem man das Beten unterlässt oder gar, also wenig runterfährt, wenig betet, das Wort Gottes, die Schrift nicht liest regelmäßig, also sich nicht ernährt vom Wort Gottes und die Gemeinschaft mit den Geschwistern vernachlässigt. Diese drei Ebenen sind das, wo du dann, wenn du das sozusagen runterfährst in all diesen drei Ebenen, dann wirst du fleischlich. Ja, macht Und ja auch die Sinn. Züchtigung lässt nicht lange auf sich warten. Ja, ich habe auch das Problem, das muss ich offen zugeben, das finde ich manchmal Sünde Warte ganz machen. kurz, Schwester Lisa, könntest du bei 20.000 die Kommentare wieder freischalten, weil das dauert echt lange. Schalte mal bitte genau bei 20.000 dann die Kommentare erstmal wieder frei. Du bist wieder unter einem Shadowban, ne? Ah, genau. Aber generell, Revelation 21 gibt es auch zum Beispiel im Bibellesen kein Tipp. Das Wort Gottes, also in Daniel 12, Vers 4, sagt ja das Wort Gottes, du sollst einfach die Bibel hin und her lesen und die Erkenntnis wird sich von alleine mehren. Okay. Aber Ja. der beste Tipp, wie man die Bibel gut studieren kann, ist, dass du die studierst, die Bibel. Dass du dich hinsetzt und los geht's. Das ist der beste Tipp. Ja. Okay, mein Name ist Luca, damit ich einfacher anzusprechen bin, anstatt jetzt bei meinem Spitznamen. Was soll ich gerade fragen? Ja, Also stimmt. nicht faul sein, sondern wirklich sich auch manchmal auch diszipliniert. Auch wenn man keinen Durst Ja. hat, klar, das Wort Gottes ist geistlich und wir sind nun mal im Fleisch. Das heißt, es braucht immer eine Überwindung, um das Eben. Wort Gottes zu lesen. Ne? Aber du musst dich disziplinieren und dann los geht's. Einfach hinsetzen oder hinlegen, wie auch immer, das Wort Gottes in die Hand und los geht's. Einfach lesen. Hin und her, jedes Mal, jeden Tag. Ja, ein Kapitel von mir aus dem Alten Testament, ein Kapitel im Neuen Testament. Ein Kapitel Altes Testament, eins neu. Das jeden Tag. Und du wirst in einem Jahr schon unglaublichen Erkenntnis gelangen. Das werde ich auf jeden Fall mitnehmen, diesen Tipp. Ja, weil ich muss zugeben, das Problem ist bei mir, wenn ich halt sündige. Na, Ja, da ist es auch, wo du klar. den Heiligen Geist betrübst, ne? Wenn du sündigst und sündigst, ne? Ja, klar, man fühlt sich dann schlecht. Ich habe bei mir das halt das Problem, ich fühle mich manchmal nicht würdig, irgendwie zu beten. Nee, beten darfst du immer. Ja, also das ist, ich Betest kann du ohne das. Unterlass, heißt es ja im Wort Gottes. Ja, also ich, wenn ich sünde, kann ich das ja auch manchmal, wenn der Heilige Geist jetzt mich zur Reue dann bringt, kann ich auch selbst manchmal nicht mein Gewissen vereinbaren. Ne? Aber das ist etwas, was man überwinden soll. Und ich denke, das ist auch ein Angriffspunkt vom Satan, ne? Dass er auch einem vom Beten abhalten will. Ja, wenn der Heilige Geist dir eine Sünde aufzeigt, ne, wo die Beziehung zum Herrn Jesus eben so ein bisschen angekratzt ist, dann sagt der Heilige Geist dir das und das auf und dann musst du es in Ordnung bringen, die Sünde eben bereinigen und dann dein Gewissen wird wieder frei sein und dann kannst du auch wieder beten, ne? Und dein Gebet wird auch nicht verhindert. Super, super. Ja. Bruder, denn jetzt an dich eine Frage zu den, jetzt, ich sag mir jetzt nicht Stars, zu den Streamern. Meinst du, dass diese, ich sag's mal so, Problematik der verkauften Seele sich auch auf Streamern erstreckt? Also, du hast ja letztes Mal ein Bild gezeigt von Montana Black, wo der ein Bild hatte mit einem umgedrehten Kreuz. Meinst du, dass es jetzt auch da angekommen wie in der Unterhaltungsindustrie? Die Unterhaltungsindustrie ist ja einer der größten Fangarme des Teufels, ne? Weil der Mensch möchte nur mal Spaß haben, unterhalten werden. Der Mensch Ja. möchte untergehalten werden, runtergehalten werden. Deswegen ist ja das Wort unterhalten. Da ist ja schon das Wort drin, dass der Mensch eben runtergehalten werden will. Ja, also ich hatte letztens die Erkenntnis, ne? In der Musikindustrie, okay, da brauchen wir nicht zu sprechen, weil das ist glasklar, ne? Und da hatte ich die Erkenntnis, dass der Luzifer, bevor er auf die Erde verbannt worden ist, der war ja für die Musik zuständig, Ja, genau, im ne? Hesekiel Kapitel 28 ist er ja als erschirmender Cherub,
für Musik zuständig gewesen im Tempel Gottes. Und da hast du auch wirklich so einen Aha-Moment gehabt, so, ah, deswegen ist es auch zum Beispiel in der Musikindustrie, sagen wir mal, am breitesten vertreten, ne? Da hatte ich zum Beispiel so diese Erkenntnis, ne? Ja, genau. Deswegen kann er auch so gute Musik machen, ne? Die Inspiration für die Musik, weil er weiß ganz genau, was die Menschen hören wollen. Und diese Inspiration gibt er halt diesen Künstlern und die machen halt diese heftigen Lieder, was so Massen von Milliarden von Menschen in ihren Bann zieht, ne? Eben. So. Und ich erwische mich auch selbst beim Zuhören dieser Musik. Also ich habe wirklich meine Playlist überarbeitet, dass jetzt nicht so ein Mist abgespielt wird. Beim Autofahren oder bei, wenn das man das hört beim Trainieren, ne? Man ist da irgendwie auch einer Hypnose auch unter ausgesetzt, Ja, ne? genau. Vor allem auch mit den Backmasking. Das ist auch Ja. ein spannendes Thema. Ja, genau. Weil das Unterbewusstsein nimmt das ja trotzdem wahr. Das Eben. Backmasking. Das Bewusstsein kann das nicht wahrnehmen, aber das Unterbewusstsein speichert alles. Ja. Und kann dich dann eben vom Unterbewusstsein aus manipulieren. Ja. Hättest du in Zukunft vor, wieder solche Entschlüsselungen zu machen? Ja, ich wollte mal wieder jetzt was machen, aber na gut, kam ein paar Sachen dazwischen. Ja, eben. Und ja, demnächst werde ich dann wieder was machen, so Gott will und wir leben. Ja, weil das ist auch ehrlich, diese Videos sind auch unfassbar spannend. Also ich finde, das, was du machst, ist wirklich extrem, extrem spannend. Ich könnte dir wirklich stundenlang zuhören. Ja, Das muss ich ich finde es ehrlich zugeben, das ist wirklich so faszinierend. Da könnte man Stunden und Stunden zuhören. Ja. Oder hast Für du mich dann ist noch das auch eine sehr spannend. Frage, weil es wollen noch andere Leute rein? Sei Nee, mir ich nicht böse, hätte. bitte. Alles gut, ich hätte keine weiteren Fragen. Ich könnte auch rausgehen. Na gut. Ich wollte mich nochmal bedanken für die ganzen Ja, alle Dank und Antworten. Ehre dem Herrn Jesus. Und Gottes Ja, Segen. Genau, das also ist Gottes Ehre Segen. Jesus. Mach's gut. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao, ciao. Bruder Reza, kannst du einmal ganz kurz was über Michael Jackson sagen? Viele wollten wissen wegen Michael Jackson. Ich tue dich mal raus. So, kannst du einmal was zu Michael Jackson sagen? Weil dann könnte ich auch gleich mal einige Bilder hier einblenden, weil die wollen wissen, ob Michael Jackson auch involviert gewesen ist. Ja, sicher, das ist da, der nennt sich ja schon König des Pops, King Ja. of Pop. Und der ist ja auch ganz, ganz großer Fangarm des Teufels. Deswegen macht er auch immer Ja. wieder bei seinen Tänzchen immer diese Satansgruß mit seiner Hand. Ja, die Leute Ja. achten ja nicht auf seine Hand, sondern die achten auf seine Schritte, auf seine Tanzschritte und sehen nicht, wie der immer mit der Hand eben diese Baphomet-Geste macht. Und Ja. der hat ja was er immer wieder anhat, seine Haupttracht ist ja schwarze Schuhe, weiße Socken, schwarze Hose, Ja. weißes Hemd. Dieses freimaurerische Schachbrettmuster. Damit tritt er immer wieder auf. Ja, diese Schwarz-Weiß-Symbolik der Freimaurerei. Ja, also Michael Jackson ist einer der Ja, größten weil er könnte Agenten ja des einmal noch Teufels böse. gewesen im 20. Jahrhundert. Ja. Ja. Okay. Ja, und dann hat er ja auch so ein weißes freimaurerisches Handschuh, einen weißen Handschuh an, was die Freimaurer tragen. Und das ist symbolisch auch, natürlich weiße Handschuhe tragen ja Magier. Also er ist ein Magier. Manipulator in den Händen des Teufels. Und dann zeigt er eben diese Ein-Auge-Geste, er verdeckte plakativ eben das Auge und zeigt eben das Auge Luzifers, ne? Dass er ein Ja. Hochgrad-Freimaurer ist. Ja. Ja. Einer der größten Agenten des Gottes Satans des Segen. 20. Jahrhunderts. Hat Milliarden von Seelen Hört man mich? dafür. Ja, Ja, man nochmal? hört dich. Bruder, Nochmal? hier ist ja auch noch das Bild von Michael Jackson, wo er klein Ja, genau, war. mit der 666 Handgeste, ja. Genau. Wahnsinn. Ist ja schon als Kind da involviert gewesen. Aber er kommt auch aus einer Familie, eben die Jackson 5, waren da schon sehr erfolgreich, bevor Michael Jackson dann so da extrahiert wurde aus der Gruppe für sein Werk. Die Jackson 5 waren das Ja. von der Folge, dass die ganze Familie ist involviert. Der ist da hineingeboren in so einer
Familie. Kannst du was zu Und diesem Bild hier sagen? Das ist auch von genau, das Michael. ist dann kurz bevor er dann gestorben ist, hat er sich dann damit präsentiert, nämlich als der Gekreuzigte, da setzte sich anstelle des Herrn Jesus Christus die Arme hoch zum Kreuz, sein Kopf hängend, also der Tod, und die Beine übereinander zum Kreuz. Ne? Das ist der gekreuzigte falsche Messias. Und danach wurde er ja auch geopfert. Ne? Und ja, und der Mensch, die Menschen, seine Fans, haben ihn ja total vergöttert. Ne? Und die waren alle traurig aufgrund seiner Kreuzigungstod, auf seines Kreuzigungstods. Ja, Ja. er wurde gekreuzigt. Das war's, ja. Und was sagst du dazu hier, auch hier? Ja, genau, der Tanz auf dem freimaurerischen Schachbrettboden. Ein Agent der Freimaurerei, auch die rot, komplett rot angekleidet, nämlich die Hochgrad-Freimaurerei, ja. Bruder Reza, darf ich dich mal was, ich will mal was fragen. Du siehst Ja. doch die Gebäude hier hinter, ne? Ja. Sieht das nicht aus hinter ihnen, ob gerade ein Gebäude eingestürzt ist, was so in Schutt und Asche ist, was Ja. eine Andeutung auf 9/11 ist? 9/11 ist, ja, das könnte sein, ja. Das war das Das könnte davor, aber das sehr ist gut sein. davor gewesen. Ja, das ist der Skyline wahrscheinlich von New York, wenn man richtig hinschauen würde. Ja. Ja. Ja, Michael Ja, Jackson bravo, war hallo. der größte Verführer der Menschheitsgeschichte. Er hat sehr, sehr viele Menschen verführt durch seine Musik. Ja. Ja, genau. Eminem mit der Ein-Auge-Geste gepaart mit dem Satans-Gruß Baphomet. Ja. Abo, Ja, da sind wissen. noch zwei Leute. Habt ihr dann Fragen? Ja. Ja, ich habe zwei Fragen noch, aber er soll Ja. zuerst fragen. Grüßt euch zusammen, hallo. Hallo. Hi, grüß dich. Ich habe eine ganz kurze Frage nur. Und zwar, ich habe hier eine Bibel Ja. von der Luther-Übersetzung, die sehr, Ja. sehr schwer ist zu lesen. Hättet ihr da vielleicht eine Idee, wenn man gerade anfängt mit der Bibel? Nee, ich würde die Luther-Übersetzung nicht empfehlen. Nimm eine Schlaffe 2000, die ist halbwegs gut übersetzt und ist auch in der guten Sprache nicht zu modern, aber auch nicht zu veraltet. Also eine Schlachter 2000 ist so ein Mittelding, womit du gut zurechtkommen wirst. Nimm eine Schlachter 2000 mit Parallelstellen. Okay, Sehr super. Ich wichtig, damit danke du die dir. Verse, die du liest, eben die Parallelstellen im Alten Testament einsehen kannst. Ja, weil bei der Bibel ist es so, dass ich dann anfange zu stottern, weil die Wörter sind sehr auf Altdeutsch geschrieben und es Ja, ist sehr genau. schwer Ja, zu also würde ich verstehen. nicht empfehlen. Es führt vorbei an dem Okay. Sinn. Okay, Eine super. Schlachter 2000 oder eine alte Elberfelder kannst du nehmen. Aber die neuzeitlichen Übersetzungen würde ich nicht empfehlen. Okay, super, perfekt, dann mache ich das so. Danke dir. Ja, alles klar, gerne, nicht zu danken. Gottes Segen euch. Bis dann. Ciao, Sehr ciao. gerne. Sag mal, Reza, kennst du Source Mula? Bitte nochmal? Kennst du Source Mula? Sosmula? Ja, das ist auch so ein Musiker aus dem amerikanischen Bereich. Der macht Rap-Metal. Ist auch sehr, sehr hardcore. Okay, nee, kenne ich nicht. Ich weiß nicht. Nee, was ist mit ihm? Macht er auch diese okkulten Gesten? Ja, mehr als genug, glaubst du mich. Und der Bruder Markus haben uns die Videos angesehen, haben das ein bisschen analysiert. Und wir gehen wirklich davon aus, dass diese Leute eventuell sogar Opferungen in ihren Musikvideos bringen, unter dem Deckmantel der künstlerischen Freiheit auch, ne? Ja, genau. Aber Hat sehr, wie sehr wird der danach ausgesehen. geschrieben? Wie wird der Bitte? geschrieben? Source Mula. Source Mula. SOS und dann Müller. Ja. Mit Okay, einem L, genau. MULA, so ist Müller. Ja, die sind auch sehr, sehr heftig unterwegs, wirklich. Ja, der macht das schon hier, Baphomet Handgeste mit den, ja. Bruder Ja, die Reza, sind ich voll wollte einmal drauf. ein Video hier einblenden, ja? Was wolltest du? Ein Video einblenden, ja? Guck mal Ja. bitte. Hört euch das mal an. Ich muss es zeigen hier. Hör mal. Zionistenlabel. Ja, Zionistenlabel. Das bescheid an alle, die sagen, ich bin Illuminati, ich bin Illuminati. Hey, komm mit uns, wenn du auch Illuminati sein willst. Mit den Zionisten Blut trinken willst. Ja. Komm mit uns. Ein Moment, Reza. Ja. Moment.
Ja, jetzt weiß ich wieder, das ist so Smoller, ja, alles klar. Kennst du schon, ne? Ja. Ja. Da ist auch ultra heftig unterwegs, diese Rap-Metal, ne? Ja. Allein Metal ist ja schon schlimm, ne? Aber dann noch gepaart mit Rap, das ist wirklich. Ja, da war ich, schick das Bild mal hier dem Bruder Dennis. Ja, blend das mal ein, was er da macht. Ich und Ja, der da Bruder kann. Markus haben uns das wirklich stundenlang angeschaut, ne? Was der da Ja. betreibt. Also ich glaube, ich bin mir wirklich fast sicher, dass der Typ unter dem Deckmantel der künstlerischen Freiheit wirklich Opferungen in seinem Video auch bringt, ne? Ja, stimmt. 100%. Ich versuche das mal dem zu schicken, damit er das hochlädt. Schau dir mal das Musikvideo an, Shinners 13. Da wirst du sofort merken, was sie da machen, ne? Dass sie da wirklich Opferungen unter dem Deckmantel der künstlerischen Freiheit bringen. Ganz klar, das merkt man. Ja. Da haben wir ihn direkt erwischt. In Amerika nimmt das auch, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Ausmaß an als in Deutschland irgendwie. Ja. Weil man muss sich auch vorstellen, in Amerika ist ja der Nährboden für solche Kandidaten, die da beitreten, auch viel größer, ne? Das heißt, Ja, ich sicher. glaube, die müssen auch viel, viel weiter gehen, dass sie so eine Stellung bekommen. Viel, viel weiter. Ja. Bruder Dennis, ich habe dir jetzt ein Bild von diesem Musiker So Smulla geschickt. Hast du es bekommen? Guck mal bitte. Bruder Dennis? Ach so, ja, der ist gerade am Arbeiten wahrscheinlich, ja. Die sind wirklich ultra heftig, ne? Ja, da sind alle involviert, die ganzen Musiker oben, sonst kriegen die auch keinen Erfolg. Ja, aber man muss auch sich anschauen, ne? Dass die sind schon bekannt so, aber die sind jetzt auch nicht so heftig bekannt, ne? Aber man kennt die auf jeden Fall, ne? Aber man muss sich trotzdem vorstellen, ich glaube, in Amerika müssen die viel, viel weiter gehen, um so eine Stellung zu bekommen auch. Weil einfach der Nährboden viel, viel größer ist. Da tut sich aber nicht viel. Also es fängt dann an mit den Menschenopferungen und dann Ja. bist du auch schon drin, ne? Und Ja, dann klar, kannst du in das jedem sowieso. Land eben aufsteigen, ne? Zum Beispiel, das hatte ja gerade diese CD-Performance von UFO 361 oder wie der heißt. Ja, so ist er. Der Rap. Ja, und dann siehst du, dass er eben auch seine Seele verkauft hat und sein Blut trinken und hat dann so ein freimaurerisches Symbol, das Dreieck. Und der ist aufgestiegen zu einem der größten Rapper Deutschlands, ne? Ja, obwohl seine Ja. Musik nicht mal gut war. Ja. Aber viele haben es gefeiert, die Musik. Ne? Also er wurde erfolgreich. Ja. Also in jedem Land steigst du auf, ne? Zum ganz, ganz nach oben. Ja. Sag mal, Scheiße. Reza, weißt du, wo man einen guten Bibelmengenrabatt herbekommen kann? Bruder Reza? Ich glaube, das ist ja diese. Ist vor die heißt, ich weiß es nicht, aber da gibt es doch diese Kaffeebibel, die du bestellen kannst. Für 1 Euro oder sowas. Okay, passt. Wo gibt's Da das? ist ja die Schlachter 2000, ne? Ich Ja, klar. glaube, Altes Testament ist Schlachter 2000 oder andersrum, ich weiß es nicht. Man muss ein bisschen recherchieren. Einfach mal googeln, dann findet man schon was heraus. Okay. Ansonsten auch anrufen bei den Leuten. Ja. Ne? Die würden dir weiterhelfen. Okay. Ja, also was meinst du, VDL? War Oder das nicht? Dennis? Ja. Bist du da? Ich hätte noch mal eine Frage. Ja. Ein Bekannter von mir wollte sich taufen lassen. Ja. Und auch seine Kinder. Ist Ja, das jetzt klar. so, weil ich habe jetzt gerade eben die Sachen gesehen von der Kirche, vom Boden her und sowas, alles von den Freimaurer-Okkulten her. Ja. Sollte man das machen in der katholischen Nein, Kirche oder nein. eher nicht? Generell macht man sowas nicht, wie einfach sich taufen lassen mit Wasser und seine Kinder. Das bringt nichts. Du musst wirklich wahrhaftig eine Beziehung haben zum Herrn Jesus Christus und wiedergeboren sein. Es nützt nicht einfach, sich ein bisschen Wasser über den Kopf oder einfach sich taufen zu lassen mit Wasser. Das bringt nichts. Du musst von neuem geboren sein. Das ist das, was dich rettet. Du musst deine Schuld, was du in deinem ganzen Leben angehäuft hast, vor dem Herrn Jesus in deinem Gebet bereuen und das, was der Herr Jesus für dich am Kreuz getan hat,
in Anspruch nehmen und ihm dafür zu danken. Und dann bist du drin. Wenn du es wirklich aus Glauben und aus tiefem Herzen machst, dann wirst du wiedergeboren. Wenn du aber irgendwas zurückhältst, ja, also nicht mit ganzem Herzen zum Herrn Jesus kommst und deine Sünden bereust, sondern halbherzig wirst du nicht wiedergeboren. Du kommst zwar rein, aber du kommst in eine ganz, ganz gefährliche Zwischenlage, wo du auch abfallen kannst und dann hast du auch nie wieder die Möglichkeit zurückzukommen. Wenn du einmal abgefallen bist, dann ist vorbei. Deswegen bleib lieber draußen, bis du ganz sicher bist, wo du wirklich weißt, okay, jetzt bin ich bereit loszulassen von der Welt, von mir selber. Ich bin bereit, den Weg mit dem Herrn Jesus Christus zu gehen, bis mein Lebensende. Und dann komm rein. Okay. Ja. Danke dafür, das werde ich ihm auf jeden Fall mitteilen. Ich werde ihm auch sagen, dass er bei dir am besten mal auf die Seite kommen soll. Ja, genau. Ich das mal auch genau, zeige ihm meine ganze Arbeit, ne, zeige dann welche alles anhand der Schrift und erkläre auch sehr oft die Wiedergeburt nach Johannes 3. Oder du kannst ihm das auch selber zeigen. Du nimmst einfach die Bibel, zeigst ihm Johannes Kapitel 3, Vers 3 kann man sich sehr gut merken. Und dann sagst du ihm, dass er wahrhaftig wiedergeboren werden muss aus dem Heiligen Geist und nicht einfach Wasser. Okay, Kapitel 3, Vers 3, Johannes, ja? Ja, genau. Okay, super. Schreibe ich mir direkt auf. Dankeschön. Jo, nicht mehr. Sag mal, Bruder Rese, eine Frage hätte ich noch an dich. Ja, bitte. Also ich habe ja früher immer evangelisiert mit Flyern für meine Kirche, ne? Aber das ist ja eine charismatische Gemeinde eher. Und ich habe auch da erkannt, dass die da bisschen auch, das kommt ja auch ein bisschen auch aus der Werksgerechtigkeit. Ne? Ja, ja. Weißt du ja. Ja, ja. Und ich will eigentlich nicht mehr so für die Gemeinde, so, also für die Kirche so evangelisieren. Deswegen weiß ich nicht, wie ich das am besten machen soll jetzt am besten. Deswegen habe ich auch gefragt, wegen dem Bibelmengenrabatt. Ne? Ach so, ja, da gibt es, die würden ja auch Flyer schicken, aber du kannst auch selber Flyer selber herstellen. Es gibt schon sehr günstige Läden, wo du halt selber Flyer machen kannst. Einfach, weiß ich nicht, irgendwelche Bibelverse, was du selber für wichtig erachtest, auf diese Flyer und dann einfach drucken lassen. Das kostet 10.000, kosten dich vielleicht 15 Euro oder so. Krass. Und da musst du noch nicht mal von englischen Organisationen ihre Flyer so verteilen, auch wenn da Bibelsprüche drauf sind. Aber ich würde meine eigene drucken heutzutage, nicht mehr von den anderen. Ja, es geht mir halt darum, ich will nicht zu einer Kirche einladen oder sowas. Das ist ja das. Genau. Dann geh hin, nimm einfach ganz einfach weißes oder schwarzes Papier, dann nimmst du weiße Schrift und schreibst du eben Vers auf, was du als wichtig erachtest oder paar Verse hinten und vorne und lässt das einfach bei Flyer drucken, also diese Flyer-Druckerei dann drucken. Da kriegst du wirklich sehr günstige Angebote. Ja, ich will auch heute noch in die Evangelisation gehen, ne? Aber es ist halt ein bisschen neu für mich, ne? Weil ich habe immer es mit den Flyern gemacht und jetzt auf die andere Art und Weise, da muss ich wirklich dem Herrn vertrauen, dass er mich leitet durch den Heiligen Geist. Ne? Ja, ja, klar. Einfach beten vorher, ne? Ja. Und der Herr wird dich dann schon führen. Außerdem, der Herr wird dich auch so führen, auch wenn du nicht betest, aber du solltest beten. Ja. Wir sollten immer beten. Habt ihr da noch eine Frage? Was? Nein, ich habe keine Fragen mehr. Dann danke, ich auch, dass du hier drin warst. Ich danke euch. Gottes Segen euch. Gottes Segen. Gottes Segen. Na, Bruder, ich wollte dir was zeigen. Tu euch mal raus. Ich habe dir das Bild geschickt, oder Dennis, auf WhatsApp, dieser Musiker, so Smuller. So ein Rap-Metaller. Ja, ich blende das hier gleich mal ein. Ich wollte einmal das Video den Zuschauern zeigen hier. Ich glaube, du hast NPD auf Dresden gerannt zum Beispiel. NPD, ja. Auf dem Beat ist es rund, ne? Ja, ja, wie macht man das? Wie macht man das? Das musst du den Teufel fragen. Da musst du warten, bis 12 Uhr ist. Zwischen 12 Uhr und 3 Uhr, ja. Und dann musst du den Teufel fragen. Oder Lady Gaga weiß auch, wie das geht. Die ist ja auch, ich bin ja auch bei den Freimaurern. Ja. Ja. Der schämt sich, der geniert sich ja überhaupt nicht, weil er weiß eben, dass die Masse es nicht rafft. Deswegen zeigt er das so offen. Die zeigen das schon so offensichtlich, weil die wissen, dass es verloren ist, dass die Menschheit verloren ist. Ja. Bald kommt die Apokalypse und dann wird die Menschheit gerichtet von Gott. Ja. Und die haben gewonnen. Klar, ein paar Leute werden wiedergeboren und errettet, aber die Masse ist verloren.
Oder ich hab das Bild geschnitten, ja, weil nachher bellen die deswegen verstören ins Bild, weißt du? Ja, ich weiß. Ja, genau, das Die ist das. melden das und melden das. Ja. Und das ist der Kollege Da hat jemand. Rosmunda. Ja, Gottes Segen. Ja, der Herr segne euch. Ja, danke dich auch. Der Herr segne dich auch. Hast du eine Frage? Ja, wie heißt dieser Musiker da? Ich glaube, das ist der Sos Mulla, oder wie der heißt. Ist es ein Deutscher? Nee, ist, glaube ich, ein Ami-Typ. Ja, da sind viele eingeweiht von den Amis. Nicht nur Amis, international, dass die Musiker von jedem Land sind eingeweiht. Ja. Deswegen macht er auch diese okay 666 Geste über dem Auge, ne? Ganz, ganz heftig. Ja. Ganz übel. Was bist Ja, du denn? aber auch Bist der du Mario Barth. Ja, ich wollte noch einmal ganz denn? kurz Mario Barth Ja. zeigen den Leuten. Ja. Wann ist mein satanisches Ritual? Nächste? Na, heute Abend. Heute Abend köpfen wir. Heute köpfen wir. Die eine oder andere Champagnerflasche, was in Wirklichkeit gar kein Champagner ist, das wissen ja viele gar nicht. In dieser Sektenkult, in dem ich ja bin, wir haben ja damals eine Champagnerfabrik gekauft, weißt du, damals. Na, außen sieht das dann aus wie eine Champagnerflasche, aber in Wirklichkeit ist das, sind das Tränen von einem tibetanischen Eisbären. Ja, heftig, ne? Wie der das so unterschwellig so bringt, ne? Ja. Er macht sich natürlich ein bisschen lustig, aber der weiß ganz genau, wovon er redet. Natürlich, natürlich, der lacht sich tot. Ja, da wollte der den fragen, Entschuldigung. Hajit, bist du denn im Herrn Jesus Christus oder? Ja, genau. Okay. Hast du Ja, deine also. Sünden vor ihm bereut und hast das für dich in Anspruch genommen, was er für dich getan hat am Kreuz? Ja, genau richtig, ja. Okay. Dann freut mich Hat das für dich. Dann freut mich das sehr. Dann kann ich mal fragen, wie ihr zum Glauben gekommen seid? Also bei mir ist das eine sehr lange Geschichte. Ich habe ja versucht, die Wahrheit über diese Welt herauszufinden. Und zwar die Geheimnisse dieser Welt. Und jahrzehntelange Recherche haben mich dann dahin geführt, dass ich gesehen habe, dass diese Welt halt in Satan und Satanisten Hand ist. Und dass sie gegen Jesus Christus zu Werke gehen. Und dann bin ich aufgewacht. Ja. Und der Danny. Das kann nur Dennis, der Bruder Dennis, dir sagen. Was Wie du zum Glauben Ja, was gefunden denn? hast. Ja, bei mir war das so, ich erzähle ganz kurz schnell. Ich war dämonisch besessen. Und weil ich damals geistliche Türen geöffnet habe mit so Ouija-Brett, ich habe mit 12 Jahren diese ja, Geisterbeschwörung gemacht, habe mich da so Türen geöffnet. Durch Drogen ist es natürlich verstärkt geworden. Und irgendwann war ich so am Ende, weil ich das einfach nicht mehr ertragen konnte, weil ich auch immer wieder Stimmen gehört habe. Und dann brauchte ich Hilfe, ich brauchte irgendwie jemand, der mich wirklich befreien kann, ne? Weil ich war so am Ende, so kaputt. Ich habe auch zu meiner Mutter gesagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bin auch bald weg. Ja, und dann ist der Herr Jesus zu meinem Leben gekommen, hat mich frei gemacht. Und ja, seitdem bin ich ein Kind Gottes und ich bin frei von Drogen, Spielsucht, Alkohol, dämonische Besessenheit. Ja, und das ist vor 6 Jahren passiert. Ja, Halleluja. Aber könnte ich euch was fragen noch? Ja. Ja, wegen den Politikern, sind die eigentlich auch eingeweiht oder? Ja. Die sind auch Echt? eigentlich noch so, ja. Weil die sind immer so scheinheilig und die präsentieren sich immer so nett.
Ja, das können die, weil die können sehr gut Menschen verführen, die Massen. Der Satan Ich kann gibt noch mal ein ihnen paar die Bilder Kraft. einblenden. Ich kann noch mal Ja, ein paar kannst du Bilder machen. einblenden. Kannst du machen, ja. Der Satan gibt ihnen, diesen Menschen, eben die Macht, die Massen für sich zu gewinnen. Ne? Die Ich muss Massen für jetzt sich mal. einzuschalten. Hallo. Hallo, grüß Grüßt euch, alles klar bei euch? dich. Ja, Ja. bei dir auch? Auch, danke schön. Ich habe eine Einladung bekommen. Ja. Ja. Das passt, weil ich habe eine Frage. Ja. Ihr beschäftigt euch ja hier mit Illuminati und so, ne? Ja, genau. Ich jetzt mal eine Person, über die ich mal wissen möchte, was ihr denkt. Michael Jackson. Hineingeboren. Michael Bitte? Jackson ist hineingeboren. Was ist der freigeboren? Nein, der ist da Hineingeboren. hineingeboren in so eine Hexe, der ist in diese Hexenfamilie Hineingeboren. Zeigst Ja, du noch und mal Michael Jackson, Bruder Dennis, mit der Einaugengeste? ja, Ich warte kenne mal. Ich kenne die Bilder. Also ich bin Michael Jackson Fan, schon jahrelang, seitdem ich Oh, klein bin. oh, oh, da musst du dich frei machen davon. Du musst Du davon machst aber los, auch, was dass. darf ich mal fragen, was machst du eigentlich so? Machst du so Rap oder was machst du so? Ich? Ja. Nein, ich singe ganz normal, also kein Rap. Ah, du bist Sänger, ne? Genau, ja. Hast du dann so auch Auftritte, also so auf Bühne oder? Hatte jetzt eins, also ich fange gerade an, ich bin auf TikTok mehr unterwegs. Und wie viele Zuschauer waren da so, wenn ich fragen darf? Da waren knapp 300. Ah, okay. Das war eine kleine Veranstaltung. Ja. Ja, auf jeden Fall, nochmal zum Thema zurück, Michael. Ja. Also ihr sagt, er ist da reingeboren Ja. und denkt ihr, der war da immer drinnen, bis er gestorben ist? Ja, sicher, wenn du einmal drin bist und deine Seele verkauft hast, dann ist vorbei. Kommst du nicht mehr raus. Hast du dich auch sehr mit dem Menschen selber beschäftigt oder nur wegen dieser Sekte, sag ich jetzt mal? Nein, der Mann ist ja hochgradig satanisch. Zum Beispiel in seinem Lied Earth Song, Erdenlied, Earth Song, Ja. dann beschimpft er ja den Gott, den Vater, und sagt, das hast du schön jetzt, diese Erde, schau dir die mal an, das hast du schön durch deinen Sohn so schön hinbekommen. Ja, da sieht man eben, dass der Satan den Gott der Bibel sozusagen vor allen Leuten verspottet und angreift. Also er greift ihn damit an mit dem Video, weil er sagt, hier, guck, was mit der Welt war, Ja, genau, musst du die Lyrics lesen. Dann macht der Satan durch Michael Jackson. Der Michael Jackson ist ja besessen von einem Dämon. Und der Dämon kritisiert den Gott der Bibel, den Gott Vater, für seinen Sohn und sagt: Hier, das ist alles deine Schuld, hier, die Welt, so wie die ist. es passt ja eigentlich gar nicht mit seinem ganzen Leben zusammen, so, weißt du? Mit dem, was er gezeigt hat oder wie er als Mensch gehandelt hat, sag ich mal. Ja, Also aber das machen man die kann ja, ja auch um viel die Leute zu interpretieren, so, verführen. ne? Ja, die machen irgendeine Sache, Positives, damit die Menschen für sich gewinnen, um dann diese Menschen zu verführen. Weil wenn er Ja, nur solche negativen Sachen machen aber er hat ja würde, öffentlich immer also nur Gutes getan. Also der hat ja nur Gutes getan. ja, der hat sehr viele Kinder missbraucht, ne? Und durch super Anwälte hat er sich immer wieder rausgeboxt. Ne? Das stimmt doch gar nicht. Der Michael Jackson wurde von Amerika so verhasst, dass er niemals in Amerika hätte freikommen können. Niemals. Die anderen Politiker und die ganzen Schauspieler, keine Ahnung was, die vielleicht, ja. Aber Michael Jackson, die haben nur darauf gewartet, dass irgendwas Falsches passiert. Der wurde 30 Jahre Darf ich lang mal was dazu sagen? der wurde Ich 30 möchte einfach Jahre was lang vom dazu FBI sagen. heimlich beschattet und die haben nichts gefunden. Gar nichts. Überhaupt nichts. Warte mal, darf ich ganz kurz was sagen? Oder Ja. Hesa? Ja, bitte. Ich kenne einen Sicherheitsmann, der macht Personenschutz, der wurde dafür speziell ausgebildet. Und der macht auch seit. Nee, ich rede leider. Der macht schon seit 20 Jahren. Einen Moment. Wie bitte? Links. So, und auf jeden Fall, Bruder Reza, hörst du zu?
Ja, ich höre zu. Nee. Hat er mir erzählt, der hat auf Michael Jackson aufgepasst und wo er dann hier in Berlin war, im Hotel, und weißt du, wie das Hotel aussah? Weißt du, da, wo er drin war, da war, Ja, hat er erzähl erzählt, mal, was er gemacht hat. warte, warte, hör zu, da hat er erzählt, das fand er komisch, er hat mir das im Vertrauen erzählt, da wollte ich sagen, wer das war, da waren kleine Kinder drin, hat er gesagt, was er sehr komisch fand, und das ganze Hotelzimmer war mit Kot geschmiert, hat er gesagt. Das ganze Zimmer war, hat er Mit mir was vor zwei, gespielt? drei Mit Jahren was gespielt? mit Kot. Mit Kot Mit und was für ein Scheiße. Code? Mit was für eine Ja, Code? menschlich Kacke, mit Scheiße. Die Ja, was sagst du dazu? ganze Wand war mit Ja, Kacke aber letzten beschmiert. Endes Was Leute, Leute können ja genug erzählen, ne? hat mir Bild, ey, der hat mir doch Bilder gezeigt, Mann. Was willst du mir da erzählen? Der hat mir erzählt, Ja, der aber wenn es Bilder auf gibt, dann soll er doch, warte soll er bitte, zur Presse damit gehen. warte bitte. Das sind alles Warte doch mal Laberei bitte. von irgendwelchen Leuten, die jetzt auf besonders tun, nachdem er Das ist gestorben ist. Laberei. Warte mal bitte. Einen Moment, ganz kurz, Bruder. Ja, Laberei, hundertprozentig. Da sieht man eben, dass seine ganzen Werke fast okkult sind. Zum Beispiel sein Video Ghost, ja, mit den Dämonen, wurde sich in einen Dämon verwandelt. Oder eben zum Beispiel Aber Thriller. Resa, hast du dich mal mit dem Text, hast du dich mal mit dem Text beschäftigt, worum es in Ghosts geht? Ja, das brauche ich nicht. Wenn Wenn nicht, er dann sich mach in das einen mal, dann können Dämon wir das nächste Mal verwandelt, drüber reden. nein, nein, Aber nein. Wenn er sich in einen Dämon verwandelt, dann ist er mit du so siehst ja nur okkulten das Gewalt. Video. Du Ja, siehst ja nur aber der das ist Video, dass er. er sich verwandelt. Aber guck Also mal, ich habe worum mich es noch geht. nie, ich habe mich noch nie in einen Dämon verwandelt, habe auch kein Interesse daran. Ja, aber wie gesagt, man sieht nur das Video und man denkt sich dann das, weil man gerade in dieser Theorie, Illuminatentheorie da drin ist. Ich glaube auch daran, dass es diese Menschen gibt. Ja, aber wenn einer nicht drin war, dann er nicht. Man muss sich mal ein bisschen mehr Warum? Was ist befassen. mit dem besonders? Was ist an dem so besonders? Was ich an ihm besonders finde, Ja. ist ein ganz menschliches Auftreten. Der war einfach menschlich. Der hat für Frieden, der wollte Frieden, der war für Frieden. Der hat Kindern geholfen. Der war selber ein Opfer dieser Ja, aber Leute. das Er ist ja war die drin. Verführung, Also was ich dir sagte. das, was der, ich weiß ja nicht, wie der heißt, dem der Stream gehört, das, was er sagt, dass er hineingeboren ist und sowas, das kann sein. Weil sein Vater war selber ein erfolgloser Musiker und Michael hat von mehreren Treffen mit irgendwelchen komischen erwachsenen Menschen damals berichtet, wo er klein war. Aber ich glaube nicht, dass wenn du in dieser Sekte bist, dass es dir Skandale angehangen werden, dass du durch Scheiße gezogen wirst und keine Ahnung was. Die schützen sich doch. Guck mal, bestes Beispiel Beyoncé. Gibt es nicht ein einziges Skandal? Nichts. Von denen hört man gar nichts. Michael wurde durch den Dreck gezogen, weil er wahrscheinlich irgendwann mal da rausgegangen ist. Oder was gemacht hat, was die nicht wollten. Man muss sich mal ein bisschen mehr über Michael Jackson beschäftigen. Nur weil man ein paar Videos sieht und denkt, dass man zählt eins und eins zusammen. Man muss mal die Geschichte hinter den Videos kennen. Man muss die Lyrics mal lesen, warum er sich als Dämon oder irgendwas da verwandelt hat. Ghost ist Ja. ein heftiger Text. Also Ich finde zum Beispiel eine gute Tat von ihm, wie der sein eigenes neugeborenes Kind vom Fenster rausgehalten hat aus seinem Hochhaus mit der ja gut, Hand. das sind ja Das Sachen, war. das sind ja Sachen, die sage ich ja nicht, dass sie geil waren. Also Nee, das aber ist es eine geht ja gute Sache. darum. Das muss man großartig hochhalten. Das Nein, ist das eine geht ja schon eine nicht gute nur Sache. darum. Man muss ja auch trotzdem merken oder darüber nachdenken, Das dass der macht ja Typ. jeder, ne? Dass jeder guter Mensch macht Das sowas, sagt ne? ja keiner. Das sagt ja keiner. Doch, Aber das mach ist das doch auch mal einfach. bitte Deswegen mit deinem sage ich ja, Kind. das ist ja Sei doch einfach mal gesagt jetzt sei gerade, doch mal weil du bitte, filmst erst hier. wie dein Vorbild. Halt mal bitte dein neugeborenes Kind aus dem Fenster mit einem Bein. Er hat es aus dem Fenster gehalten, ja. Aber er hat doch, also guck mal, was ich dir Ja, gerade mach das sage. doch mal bitte. Machst du das auch Michael, mal leider bitte. Mach mal ein Gottes, Bild davon und Michael, stell das mal hoch im Internet. auch wenn ich ihn liebe, er war halt ein bisschen, der war zurückgeblieben durch seine ganze Kindheit. Ach, der war zurückgeblieben, nicht bösartig. Das ist nicht bösartig, wenn man sein Kind Na. dem Tod aussetzt aus dem Fenster. Der hatte doch niemals Absicht gehabt, sein Kind zu töten. Das Wie Risiko gesagt, das sind einzugehen, aus einfach dem nur, Hochhaus das Kind wie so gesagt, zu halten. wenn man sich mit den Menschen nicht wirklich Ja. auseinandergesetzt hat, Ja. braucht man gar nicht solche Theorien aufzustellen. Setzt euch mal mit ihm auseinander, ob ihr wollt oder nicht. Ja, er war Aber ein ich sage euch großer, eins, wenn ihr euch großer richtig Mensch, einlest und großartiger wenn ihr Mensch. guckt, was er gemacht hat, was für ein Leben der hatte, der gehörte alles andere als zu diesen Illuminaten. Also 100%, er war selber Opfer von denen. Ja, 100 glaube ich Pro. nicht. Ja, das behauptest du jetzt. Das behauptest du Also jetzt. wie Das gesagt, behauptest du jetzt. in seinem Wie gesagt, aber ich Musikvideo sag doch gerade, Earth selbst, ihr habt Song keine macht er Ahnung. den Gott der Bibel Guck mal, an. ich bin ja der Letzte, der sowas geil sage ich jetzt da. Aber Ja. dann könnt ihr darüber gar nicht urteilen. So. Ja. Ja, doch, ich habe Hallo? es ja gesagt, dass er in dem Video Earth Song den Gott der Bibel angreift und den Sohn. Den Gott, den Vater und Gott, den Sohn greift er ja an. Und das ist eben, weil er ein Teufelskind ist.
Hallo, Licht, Liebe, alles, alles Beste in den Chat, beziehungsweise auf das Podest hier. Darf ich kurz sprechen? Hallo, Silber. Gesundheit. Viel Gesundheit. Gesundheit, Gesundheit. Danny, viel, viel Gesundheit dir. Danke. Viel, viel Gesundheit. Ganz, ganz viel Liebe und Frieden an dich. Und auch an alle anderen hier oben auf dem Podest. Danke. Und auch in den Chat. Ich wollte kurz was zu Michael Jackson sagen, beziehungsweise zu Andy. Andy spricht sehr, sehr toll und hat recht mit allem, was er sagt. Der ist aber auch gerade rausgehüpft irgendwie. Schade. Gut, ich wollte nur sagen, dass ich jemanden kenne, der Michael am allerbesten kennt von allen, allen Menschen auf der Welt, außer seinen Kindern. Ja? Und Reza, ganz liebe Grüße an dich. Ja, grüß. Ich kann dir nochmal, ich würde gerne mit dir hinter den Kulissen, beziehungsweise mal in einem gesonderten Stream, wirklich mal reingehen und mal fragen, beziehungsweise mal rausfinden, eine Sekunde, was denn hier passiert, was eigentlich und ob eigentlich du da auf dem richtigen Weg bist. Ich sag damit nicht, dass du auf dem falschen Weg bist, sondern in Bezug auf Michael Jackson bist du komplett auf dem falschen Dampfer. Du musst nämlich... Hier, eine Sekunde, lass mich kurz aussprechen. Ja. Die Sache ist nämlich folgende, dass Michael Jackson keine Kindheit hatte. Michael Jackson wurde gezüchtet von einem, ja, schon kranken Vater, der sich seine Kinder zurechtgezüchtet hat, um vor Millionen von Menschen weltweit zu brillieren und für die Hollywood-Maschine Unmenschliches zu leisten. Mit 3-4 Jahren schon hat Michael Jackson seine älteren Geschwister im Schatten stehen lassen in Gänsenzähnen. Ja. Und die wurden zu Recht geprügelt, ne? Um das zu leisten, was die geleistet haben. Michael Jackson hatte keine Kindheit. Ja? Und alles, was du sagst über Michael Jackson, ist eine abgrundtiefe Unschönheit. Und ich würde da gerne mal gesondert mit dir, du bist wirklich da auf dem falschen Dampfer. Und ich sag nicht, dass du, also schön, was du sagst teilweise. Und auch meinetwegen auch, sagen wir mal, zum Großteil. Und es ist gut, dass du Sachen ansprichst. Da bin ich voll bei dir. Aber bei Michael Jackson musst du dich wirklich informieren. Und das können wir, also ich habe sehr, sehr viele Informationen. Ich habe dir schon mal gesagt, dass ich Tillmann Knechtel angefragt hatte. Lass mal quatschen. Ich habe Informationen, dass ich Carsten Stahl persönlich angeschrieben habe und gesagt habe, hey, lass mal quatschen, ich habe Informationen. Und ich habe es auch dir gesagt. Aber irgendwie kommt das nicht hin. Irgendwie passiert das nicht. Und das finde ich schade. Ich werde das mal eskalieren. Nicht jetzt unbedingt, aber bald werde ich das mal eskalieren. Reza. Ja. Zu ein paar Leuten, die das nicht lustig finden. Diese Art von Diffamierung über Michael Jackson. Ja. So zu hören. Ich werde das auch an seine Tochter, an eine Freundin von seiner Tochter weitergeben. Ich weiß nicht, ob die das so lustig finden. Weil wenn dann tatsächlich die Wahrheit rauskommt, und die kommt raus, könnte es sein, dass...